Moin, willkommen hier zurück zu Daisy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freue ich mich drüber. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung das kleine Military. Ob man es überhaupt Military nennen kann, so sind ja so zwei Zelte, ne? Gucken wir gleich mal. Das Haus haben wir ja auch noch hier, ne? Das Häuschen. Und dann meine ich, das war da hinten. Diese Richtung. Ja, letzte Folge, da war richtig was los, ne? Mit Evil Chicken. Hat versucht, mich hier auszutricksen. Laufschuhe. Was sagen wir unsere Schuhe mittlerweile? Makellos, bloß nass. Uiu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 i. Gebackene Bohnen in der Dose. Jetzt fehlt noch ein schöner Dosenöffner, dass wir auch ein bisschen mehr davon haben. Das heißt ja auch immer, mit einem Dosenöffner hat man, also wenn man einen Dosenöffner hat und eine Dose öffnet, ist die Essenskapazität höher, als wenn man das mit Messer, mit Beil oder Säge, je nachdem, aufmacht, ist das Essen halt in, ne, die Prozentzahl ist dann halt weniger. Wird auch so gesagt. Das stimmt, ich denke mal schon. Hab's ja auch gemerkt, beim letzten Mal hatte ich ja auch eine. Okay, die Dosensardine, war ja nicht viel drin. War das Dosensardine? Ja, ich glaube, da hatte ich mein Beil aufgemacht, da hatte ich ein, zwei Happen genommen und dann. Ja, war es vorbei gewesen. So, ich glaube, hier ist nichts mehr. So, da hinten müsste da das Milli sein. Das kleine Militäri. Ich glaube, wir hauen erst uns erstmal die Dose rein hier. Komm. Zwar kein Dosenöffner, aber, ne? Beil haben wir ja nicht mehr. Doch, haben wir. Ich glaube, ein Beil würde jetzt eher Sinn machen mit dem Beil oder mit dem Messer. Ich glaube, ich nehme ja eher das Messer. Wenn ich das nicht wegschmeiße. Das denn jetzt hier so noch ein Messer. Ja, zwei Messer, ne? So, hatte ich nicht noch ein Messer? Messer, 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 Messer. Okay, ich zieh's mal da rein. Aber ich meine, ich hatte noch ein zweites Messer. Hatte ich wohl doch nur ein Messer. Gebackene Bohnen in der Dose. Ja, Trinken geht auch ein bisschen hoch, aber natürlich nicht so viel. Tabletten hatte ich, aber es war keine Chlortabletten, ne? War im Chlortabletten. Ach, da sind sie. Aktivtabletten, ne? Vergiftung, ja. Brauchen ja die anderen Tabletten. Wir ziehen auf jeden Fall dann weiter. So, und beim letzten Mal, wo ich hier war, konnte ich ja schön die Zombies austricksen, ne? So, sind hier keine? Doch, bestimmt. Da drüben. Oder sogar Loot. Ich kann Loot sehen. Oh, lieber die andere Ansicht hier. Loot. So. Verpackt. Ja, nimm mal mit, komm. Und hier oben Loot ist, das sehe ich natürlich jetzt nicht. Siehst du, oben liegt nämlich was drauf. Die Granaten hier. Da oben haben wir ein Magazin. So, brauchen wir das? Das ist alles demoliert hier. Wir nehmen erstmal alles mit. Wir sind ja Not am Mann. Wir brauchen gerade alles.
Batterie fehlt auf jeden Fall. Granaten hier. Oh, was haben wir denn hier? Zielfernrohr, das habe ich doch schon. Was ist das? Wir nehmen mal mit. Komm. Alles demoliert. Kanavisier. Keine Waffe. Keine Waffe. Ich habe ja von letztem Mal die SG-5, ne? Aber. Tja. Ich glaube, das ist dasselbe, was ich schon habe, ne? Aber das ist beschädigt, ne? Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Oh, ich wusste gar nicht, dass da drin auch Loot sein kann. Okay. Beim letzten Mal, da sah er auch noch anders aus, ja? Da unten liegt, glaube ich, noch ein Magazin. Habe ich da beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, Leute. Wieder was gelernt. Muss ich mir nochmal an. Beim letzten Mal war doch noch nicht so kaputt, oder? Oder täusche ich mich? Ist da noch ein Loot? Nee. Vielleicht war ich da auch blind. Oder ihr habt es auch nicht gesehen, wer weiß. Ist nur die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Ja, ist klar. Ah, schon einiges ausgehalten, ne? Aber er hat uns nicht getroffen. Wir haben schön geblockt. Klappt schon ein bisschen besser. Oh, jetzt kommt er auch noch angelaufen, ne? Okay. Klappt nicht immer so schön. Ich wollte ja Richtung Westen, ne? Das ist, glaube ich, hier nicht Westen. So. Klappen wir auf das Ding. Müssen wir die andere Ansicht machen hier. Genau. Ich möchte Richtung Westen. Ich weiß nicht, warum ich will, aber Richtung Westen. Ich habe das Gefühl, da kommen wir zurück oder Richtung Küste wieder. Jetzt ist das Ziel natürlich, eine Batterie zu finden. Und dann ist mit der Orientierung auch einfacher, weil wir haben GPS. Wir haben eine Karte. Also Touristenkarte. Gab es hier eigentlich schon mal Loot? Nee, ne? Nicht wirklich. Zombies, ja. Einmal schlagen und zurückgehen. Okay. Klappt anscheinend auch vom Auto. Sehr schön. Man muss ja einmal alles austesten hier. Bloß unser Rohr ist ja auch bald kaputt. Ist auch nicht so schön. Wir wollten ja angeln eigentlich, ne? Kann man aus dem Fluss angeln? Glaube ich nicht. Ja, nee, das glaube ich nicht. Aber ich möchte jetzt nicht zurücklaufen. Mit Essen geht es ja gerade. Trinken ist erstmal wichtiger. Wir folgen einfach mal dem Fluss. Okay, da oben ist eine Hütte, da muss ich hin. Wollt ihr eigentlich dem Fluss folgen?
Eventuell bis zum nächsten Camp. Ach, der See ist schon schön, ne? Schön Survival. Macht schon Laune. Anglerhut, guck mal, schöne Arbeitsschuhe. Tausche mal die Schuhe jetzt aus. Ushanga, nee. So, da ist eine Waffe drin jetzt. Ja, mit Ansage, ne? Was haben wir denn da schönes? Bestimmt eine Sporter. Halleluja, eine Sporter. Magazin demoliert, ja, Halleluja. Toll. Oh, finde ich gar nicht. Ja, eine Sporter, ich weiß ja nicht. Warum habe ich denn so ein Glück? Ich glaube, ich folge dem Fluss. Oh, da könnten wir angeln. Boah, ist nur die Frage, ob da was beißt, ne? Guck mal, wir stellen uns hier so schön auf den Stein. Dann nehmen wir mal die Angel in die Hand. Erstmal stecken wir das Rohr weg. Und dann nehmen wir unsere Angel in die Hand. Zack. Und dann müssen wir ja auch... Nein, die Angel packst du nochmal weg. Zack. Dann nimmst du einen Haken in die Hand. Dann machst du einen Wurm dran. Da muss ich auch noch... Oh, oh, das dauert ja noch, bis er einen Wurm drauf platziert hat. So, zack, den nehmen wir beiseite, dann nehmen wir den noch in die Hand, machen den zweiten Wurm ran und dann werden wir uns einen schönen Karpfen gleich angeln hier. So ein schönes, trübes Gewässer. So, nimmst die Angel, zack, nimmst den Haken, zack. Geht das? Zack, mit Fischen beginnen. Aber wir stellen uns natürlich dabei hin, ja. Oh komm, dann müssen wir mal das Set ausbrennen. Guck mal, jetzt wollen wir schön angeln. Oh, ich sehe da hinten schon die dicken, fetten Karpfen schwimmen. So. Musst du halt nur noch die Angel ausschmeißen. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Warte mal. Zack. Ach, mit dem Fischen beginnen. Muss nach unten gucken. Ich will das Set aber ausblenden. Geht das denn auch? Ah, da geht auch nicht. Ah. Sehr schön. Hast du jetzt einen Fisch eingesteckt? Ja, nice. Ein Karpfen mit Ansage. Ein Karpfen, feucht, roh. Alles klar. Oh, guckt euch mal den Karpfen an hier. Das ging ja ratzfatz. Ist der Wurm? Der Wurm ist natürlich weg. Dann nehmen wir den Haken mal runter. Nehmen wir den nächsten. Das ging ja ratzfatz. So können wir auch das Hut wieder einblenden. Halten mit Fischen beginnen. Der hat sich überhaupt nicht gewehrt. Oh, ein kleiner Karpfen. Eben ging es ratzfatz, ne? Jetzt gerade nicht, ne? Aber wir brauchen Geduld beim Angeln. Doch ein Wurm dran, ja? Habe ich einen richtigen Haken genommen mit Wurm? Oh, weiß was. Da hat was ja, toll. Gummistiefel, weißt du was? Der kannst du behalten und der Wurm ist weg. Der Wurm ist weg? Okay. Leg mal die Angel weg. Ich hoffe, der Haken bleibt dran. Und nimm mal dein Messer. Oh, noch ein Wurm. Ja, genau. Da können wir beim nächsten Mal wieder ein Lagerfeuer machen. Weil wir das ja so schön können. Das macht richtig Laune. Richtig Laune macht das. Zack, packen wir mal dahin. Okay, noch ein Würmchen. Komm, noch ein schönes Würmchen.
Nix ist schöner als wie Angeln in DayZ. So, guck mal. Zack, sicherheitshalber, nehmen wir noch ein. Was sagt das Messer? Abgenutzt. Komm, noch ein Wurm. Also richtig gemütlich. Sehr schön. Steck das Messer weg, nimm die Angel wieder in die Hand. So, den Haken muss ich natürlich runternehmen, weil ich muss den Haken. So, Haken runternehmen. Die Angel wegstecken. Haken in die Hand nehmen, ist ein bisschen kompliziert in DayZ. So, Wurm rauf platzieren. Machen wir direkt mal alle fertig, oder? Wohl. Ja, komm. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, würde, wie bei Waffen, würde sich da ja, automatisch den Wurm drauf platzieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht in DayZ, ne? Also, dass DayZ so fortgeschritten ist. So. Da, da stehen da die Gummistiefel. Auch nicht schlecht. Das hätte ich fast getrunken, ja? Aufpassen. Hier sind aber bestimmt nur Karpfen drin. Eine schöne Forelle wäre auch was Schönes. So, was war das jetzt? Ah, ein schöner Karpfen. So, nehmen wir den Haken da raus. Dann machen wir zack. Ja, der Wind steht auch gut. Sollte gleich wieder einen Karpfen beißen. Siehst du? Geht schnell, ne? Sehr schön. Das ist sogar ein guter. Sogar ein guter. Oh, ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich muss hier irgendwas. Ich glaube, die schmeiße ich mal weg hier. Wir haben da sowieso jetzt dafür keine Verwendung. Zack. Da auch weg. So, nee, warte, 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 warte. Da, zack, zack. Guck mal, hier können wir sogar neue Haken craften. Drei Fische. Drei Fische. Ich glaube, das reicht, ne? Zwar noch ein Wurm. Pack mal die Angel weg, denn Wurm müssen wir eigentlich auch noch verbrauchen hier. So. Und die Fische müssen wir natürlich noch filetieren, ne? Wäre interessant zu wissen, ob man die komplett ganz räuchern könnte. Ich glaube, das geht aber nicht. Müssen wir die bestimmt echt, ja, filetieren. So. So, kombinieren. Ach so, geht ja. Ah, da ist ja noch was drauf. Zack, da. Zack. Zack. Haken nutzen natürlich auch ab. Der ist auch schon abgenutzt. Ah, nee, nee, nee. Warte mal, warte, 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 warte. Erstmal müssen wir ein bisschen Platz schaffen hier. Für Gerümpelbeine. So, mit mich den Fisch. Können wir gleich da platzieren. Ich weiß, ich muss Inventar aufräumen. Ich brauche gar nicht alles, was ich da drin habe. Hier ist ein schöner Angelspot. Muss man sich merken. Schöne Karpfenecke hier. So, und bevor uns der Fisch, ne, verdirbt, dann müssen wir auch gleich, wie gesagt, filetieren. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ja. Wieder. Ne, keine Gummistiefel. Was war denn das? Fehlbiss oder was? Ich weiß es nicht. Angel kaputt? Nein, ist noch makellos. Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal ein bisschen an die Seite. So, wisst ihr was? Ich würde sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge, ne? Fische ausnehmen.
Oder essen, Lagerfeuer. Komm, das machen wir jetzt noch. Egal, komm. Oh, ein bisschen länger. Obwohl er den Fisch da in der Hand hat. Kann man das nicht? Warte mal, wie kommt. Oh, ja, du kannst auch mit dem Fisch zu. Nein, komm. Nimm ihn auseinander. Für die Tiere den Fisch. So, geht das nicht mit dem Messer? Zack, rüber. Kombinieren. Ausnehmen und zubereiten. Wollte eigentlich so schön posieren mit dem Fisch. So, zwei Filet, wie groß sind die denn? Ah, das, ja, ist natürlich. Ich muss mal gucken. Erstmal da ein hin und da ein hin. So, nächstes Messer war. Wo ist denn das Messer? Ja, auch schon beschädigt. Nehmen wir mal das Beil, komm. Macht man ja immer so mit dem Beil, Fische filetieren, auseinandernehmen vor allem. So. Da oben mitten, da mitten. Und dann nehmen wir den letzten Fisch. Nicht, dass die Wölfe das riechen, ja? Und mögen die überhaupt Fisch? Warum mal so eine interessante Frage. Mögen Wölfe Fisch? So, ist natürlich schon richtig. Ja, müssen wir ein Feuer machen, ne? SG5K, warte mal, können wir die nicht hier? Warum machen wir das nicht gleich? Geht das nicht, oder was? Wenn wir den Griff da dran haben? Ich jetzt nicht. Das war keiner. Hä? Ach, da war schon einer dran. Okay, der war halt beschädigt. Aber okay, ja, alles gut, alles gut, alles gut. So, jetzt haben wir den Fisch. Wunderbar. Dann müssen wir auch schon wieder. Ja, vorher können wir eigentlich auch schon wieder. Wir brauchen zwei, ne? Nee, doch nicht. Machen wir das noch? Ich würde sagen, ich fange damit an und den Rest mache ich ohne Aufnahme. Weil ich brauchte noch einen Stock, ne? Den brauchst du ja gar nicht. Das machen wir mit der Hand. Ach, den muss ich hier auch. Oh, das Messer ist ja auch bald hier drüber. Mach das mit dem Beil. So. Brauche ich ja zwei, ne? Zum Anzünden habe ich ja noch meine Streichhölzer. Ja, einmal, okay. Dann muss ich den ja auch noch anspitzen für den Fisch. Ich meine, das muss ich machen. Geht nicht mehr. Ruiniert. Alles klar, dann muss ich jetzt das Messer nehmen. Also schärfen, den Stock schärfen. So, Stock ist geschärft. Tun wir mal dahin. Das ist ja nur das Hühnchenfleisch, habe ich ja auch noch. Oh, jetzt habe ich aber schön was zu essen, ja. Okay, ich guck gerade. Streichhölzer hatte ich. Aber ich glaube, das dauert länger. Da muss noch ein bisschen mehr Holz rein. Das ist beschädigt. Improvisierten sind auch beschädigt. Nein, 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 keine Würmer ausgraben. Ich will langen Stock haben und dann will ich zerteilen für Holz. So, pack mal dahin, pack mal dahin. Fängt das jetzt auch noch an zu regnen? Leute, was ist hier los? Hab hier zwei, drei sogar. Naja, ich bin da so ein bisschen unterm Baum, ne? Ob das bringt, ist auch. Das war auch noch nicht. So, wir probieren das einfach mal aus. Eventuell klappt das oder das klappt nicht. Ach ja, da muss ja noch wieder was rein.
Keine Rinde mehr, kein Papier. Okay. Warte, 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 warte. Und steh mal auf. So. Okay, haben wir helle Rinde sogar. Anbringen. So, ich möchte aber jetzt anzünden, weil ich habe es angebracht. Okay, warum geht das jetzt nicht mit dem Anzünden nicht? Streichhölzer schon zu hinüber oder anscheinend, ne? Was ein Stress hier. Muss ich ja noch einen Bohrer craften. Ich glaube, die Streichhölzer reichen nicht mehr. So. Kriegen wir hier was raus? Nein. Ich brauche noch einen Busch. Der geht doch auch, ne? Nee. Nee, 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 der geht anscheinend nicht. Oh, den Stock brauchen wir. Mach ich das doch mit die Hände. Nein, ich brauche so einen kleinen Busch wegen Stock. Braucht auch einen Feuerbohrer, wenn die Streichhölzer nicht funktionieren. So. Da ist die Rinde. Zack. Feuerbohrer herstellen. Oh, ist das anstrengend hier im Survival, ne? So, ich hoffe, es lag jetzt echt nur an die Streichhölzer, an die, ja, genau, an die Streichhölzer. Ja, dann reichen die Streichhölzer nicht mehr. Oh, wir machen Überlänge heute hier. Habt ihr ein Glück, kriegt ihr hier wieder 30 Minuten hier DayZ geboten hier. So, da ist mein angespitzter Stock. Dann mache ich da mal einen Fisch rauf. Lecker, Fischi. So ein bisschen näher ran. Geht auch nicht, geht auch nicht. Doch. Wie weit muss ich denn da ran? Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Hallo? Es ist zu heiß, ist, ne? Ich glaube, es ist zu heiß. Rüsten, jetzt geht's. So, weit zu weit weg oder? Ne, es geht. Ja, Leute, ich würde das, ne, den wunderbaren Fisch hier, rösten. Ist ja nicht schon ein schönes Bild hier. Man sieht nur den Kopf. Ja, wie gesagt, rösten und dann essen und dann geht es in der nächsten Folge weiter Richtung Westen. Bzw. den Fluss weiter, da vorne den Fluss weiter verfolgen. Und ich muss aufpassen, dass es. Ist er schon durch? Gleich ist er verbrannt, ne? Nee, ich glaube, ist gut. Ihr seht es ja, das dauert jetzt eine Weile, ne? Und ja. Den mache ich noch, dann werden wir den Fisch noch probieren, ob es ein guter Karpfen ist. Muss auch bestimmt noch ein bisschen Holz nachschmeißen.
Gar nicht so einfach, so Survival, ne? Ihr habt es ja gesehen. Ihr braucht dies, ihr braucht ihr das. Keine Rinde oder die Streichhölzer reichen nicht mehr aus. Und da kann ich auch nicht auch wegschmeißen. Ich glaube, essen werde ich, wenn ich das. Ach ne, wir probieren ein Stück, egal. So, pack das erstmal in die Umgebung. Ach, die muss ja eh abkühlen, ne? Ist das schon abgekühlt, der andere? Den ich da hingelegt habe. 60 Grad? Ich glaube, das geht, ne? Testen wir mal. Oh, lecker Karpfen. Schmeckt wunderbar. Lecker, 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 lecker. Oh, da ist aber viel dran an dem Stück Karpfen hier. Der lässt sich da richtig schmecken, doch. So, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen was nachpacken. Aber ich werde die Folge beenden, Leute. Ich werde alles durchschmoren, den restlichen Fisch. Und ja, liebe Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Da qualmt ja ordentlich hier. Mann, 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 Mann.